Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht von mir für dich. Vor einiger Zeit hatte ich mir den Irfan Air Pro angeschaut und heute wird der Nachfolger, der Air Pro 2, getestet. Es handelt sich um einen In-Ear Bluetooth 5.2 Kopfhörer mit ANC und Ambient Modus. Preislich liegt der Kopfhörer momentan bei um die 65 Euro und schick sie dir schon mal aus. Geladen wird per USB-C und es gibt ein Ladeetui. Doch wie lange hält der Kopfhörer mit ANC auf meiner Testlautstärke wirklich? Und wie ist der Klang und der Tragekomfort? All dies und mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Los geht's! Aufladen und Pairing. Wie immer legen wir die Kopfhörer erstmal in die Schale ein und dann laden wir alles voll auf. Während des Ladevorgangs der Schale pulsiert die LED vorne an der Ladeschale rot und wenn nach um die 2 Stunden alles voll geladen ist, dann wechselt sie die Farbe und leuchtet grün auf. Die Ladezeit für die Schale mit dem integrierten 500 mAh Akku liegt bei etwa 2 Stunden. Das Ladecase reicht also aus, um die Kopfhörer mindestens 4-mal aufzuladen. Die Kopfhörer selbst haben jeweils einen 45 mAh Akku verbaut und benötigen nur etwa 1 Stunde Ladezeit. Laut Herstellerangabe liegt die Spielzeit mit ANC bei 6 Stunden und ohne ANC bei 7 Stunden. Ich habe in meinem Praxistest mit ANC und auf 40% Lautstärke mit durchgehender Powermusik 6 Stunden und 20 Minuten erreicht. Damit hält er bei der Lautstärke, auf der ich immer höre und teste, sogar etwas länger als angegeben. Öffnen wir das Ladeetui, dann schalten sich die Kopfhörer ein, legen wir sie ein und schließen den Deckel, dann schalten sie sich wieder ab. Beim allerersten Herausnehmen aktiviert sich der Pairing-Modus übrigens automatisch und die LED am linken Kopfhörer blinkt dann schnell blau. Jetzt kann ich den Air Pro 2 auch schon im Smartphone auswählen. Zack, verbunden, los geht's. Bedienelemente. Die beiden Kopfhörer haben auf der Außenseite jeweils eine Touchfläche ganz oben an der Rundung. Die Touchfläche reagiert soweit ganz gut. Tippen wir links einmal, dann senkt das die Lautstärke, tippen wir rechts einmal, dann erhöht es die Lautstärke. Links dreimal tippen, springt zurück, rechts dreimal tippen, springt vor. Links oder rechts zweimal tippen ist Play-Pause und dabei ertönt ein Tut-Ton als Audiorückmeldung. Links tippen und 2 Sekunden halten wechselt den Modus durch, also es gibt den Ambient-Modus, dann gibt es ANC an und ANC aus. Bei jedem Moduswechsel ertönt auch eine Audiorückmeldung auf Englisch. Rechts tippen und 2 Sekunden halten öffnet den Sprachassistent des Handys. Vorne an der Ladebox befindet sich eine LED, die den Ladestand auch farbig symbolisiert. Das heißt, grün heißt größer 30%, orange kleiner 30%, rot kleiner 10% und wenn das Ganze rot blinkt, dann ist der Ladestand kleiner 5%. Wird ein Kopfhörer aus dem Ohr genommen, so wird übrigens pausiert, also er pausiert dann die Musik. Setzen wir ihn dann wieder ein oder doppeltippen die Touchfläche, dann geht's weiter. Während des Betriebs blinkt hier am Kopfhörer übrigens keine LED. Im Ladeetui gibt es aber auch noch eine Taste. Drücken wir diese 2 Sekunden, dann aktivieren wir das Pairing manuell oder wir drücken sie 8 Sekunden, dann führen wir ein Werksreset durch. Telefonfunktionen gibt es auch und die findest du wie immer im Testartikel, Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Design, den Tragekomfort und die Verarbeitung. Es gibt 6 Paar Ohrpolster, ein Paar ist bereits aufgezogen. Das sollte für jedes Ohr etwas Passendes dabei sein. Ich fand die kleinsten Polster wie so oft am passendsten für mich selbst. Ein Stöpsel wiegt etwa 5 Gramm und alles zusammen, also mit der Ladeschale, kommt man dann oft um die 53 Gramm. Die Länge eines Stöpsels liegt bei etwa 3,5 cm und breit sind sie ca. 2,3 cm. Der obere Teil, der quasi im Ohrknorb liegt, ist hier etwas größer, sorgt bei mir aber auch dafür, dass es einen stabilen Halt gibt. Ich bin mit den Kopfhörern herumgehüpft und durchs Haus gerannt, alles hält sehr gut. Ich könnte damit auch joggen gehen oder Sport machen. Für mich persönlich ist der Kopfhörer für einen In-Ear-Kopfhörer bequem zu tragen. Der Eingang, hinter dem sich der Lautsprecher befindet, ist durch ein Metallgitter geschützt und die Ohrpolster lassen sich hier auch leicht abnehmen und aufziehen. Die Außenseite ist mit einer typischen Klavierlackoberfläche versehen und der Rest besteht aus matt reflektierendem Kunststoff. Auf dem länglichen Ausleger, in dem sich übrigens immer die Akkus befinden, sehen wir auch noch den Schriftzug mit dem Namen des Herstellers, Irfan. An sich wirkt die Verarbeitung auf mich solide.
Insgesamt gibt es hier drei Mikrofone, eins unten am Ausleger, eins oben neben der Touchfläche seitlich und ein weiteres nahe dem Treiber bzw. Lautsprecher. Die Ladeschale besteht aus mattem Kunststoff und ist um die 6 cm lang, 5 cm breit und etwa 2,5 cm hoch. Die Lademulden sind magnetisch, so wie es sein muss. Oben auf der Ladeschale sehen wir auch nochmal den Schriftzug mit dem Namen des Herstellers. Für diese Preisklasse finde ich persönlich die Verarbeitung gut und ich kann jetzt hier nichts wirklich kritisieren. Klang. Jetzt kommen wir aber wohl wie immer zum interessantesten Teil, dem Klang. Aktivieren wir das ANC, dann sind die Bässe kräftiger und präsenter. Ohne schwächeln die etwas, finde ich. Mit ANC gefällt mir der Klang besser und ich nehme die Klangbewertung deshalb auch im ANC-Modus vor. Susan Vegas Gypsy klingt gut, die Stimme ist klar und deutlich, die Bassdrum kräftig und die Mitten gefallen mir auch. Der Klang ist für mich klar und gut abgestimmt. Where's My Mind in der Piano-Version gefällt mir auch sehr gut, der Bass ist hier warm und kräftig, tief. Die Höhen sind dabei aber auch noch klar und deutlich und auch hier gefällt mir die Abstimmung wirklich sehr gut. Bullet for My Valentine's Waking the Demon klingt auch toll, die E-Gitarren sind in den Höhen sehr klar und deutlich. Die Bassdrum ist kräftig und auch der Rest gefällt mir. Die Höhen der E-Gitarren rücken hier aber deutlich in den Vordergrund. Also da kann man quasi von einer leichten Dominanz sprechen, würde ich sagen. Die Bassspur von Better of Alone ist schön kräftig, warm und tief. Dr. Dre's The Next Episode gefällt mir auch gut, die Bässe sind kräftig und die Hi-Hat präsent und klar. Allerdings merkt man auch hier den Fokus auf die Höhen wieder etwas stärker und bei dieser Musikart könnte man die durchaus leicht zurücknehmen, finde ich. Avicii's Wake Me Up klingt auch sauber und schön klar. Höhen sind sehr präsent und klar. Die Bassdrum ist kräftig und warm. Beim Gesang merkt man aber in einigen Stellen, dass die Höhen etwas zu stark kommen. Der Song ist allerdings prädestiniert dafür, das kommt hier also öfter vor. Das ANC sollte hier also generell angelassen werden, es sei denn, ihr möchtet den Bass doch lieber reduzieren. Das ANC erzeugt außerdem ein leichtes Druckgefühl. Für diesen Preis gefällt mir der Klang wirklich gut. Jetzt kommen wir zum ANC und heute starte ich ein neues Experiment. Bisher habe ich das ANC immer getestet und meinen Eindruck beschrieben. Ich habe jetzt aber einen Messkopf gebastelt, um euch alles live zeigen zu können. Los geht's! Vorweg aber noch eine wichtige Info zu den Pegeln. Die Pegel sind auf das Wichtige, das ANC optimiert und nicht auf die anderen Geräusche oder die Sprachausgaben des Kopfhörers. Diese können also übersteuern. Das ist Absicht. Wichtig sind die Passagen mit dem ANC und ohne ANC. Ambient sound. Normal. Noise canceling. Zum Abschluss habe ich nochmal das Frequenzspektrum der Aufnahme des Geräuschs im Ohr mit der Aufnahme mit denen des Stöpsels mit ANC im Ohr verglichen. Hier sehen wir also auch deutlich, wo der Kopfhörer am meisten reduziert. Im Bassbereich und in den Höhen, also das, was ich schon immer sage bei diesem preiswerten ANC. Was haltet ihr denn von diesem Verfahren? Findet ihr es gut, wenn man einen Höreindruck gewinnen kann? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mikrofontest. Das Mikrofon hört sich soweit gut an, aber hört selbst, denn es gibt jetzt eine Testaufnahme. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Earfun Air Pro 2. Ich habe beide Stöpsel in den Ohren, spreche ganz normal. Was ich jetzt wie immer machen werde, ist, ich werde den rechten Stöpsel aus dem Ohr herausnehmen, habe den jetzt in der Hand und spreche da jetzt von unten drauf ein. Da befindet sich das Mikrofon in diesem Ausleger. Ich schirme das Ganze mit der Hand ab, bin jetzt so circa 5 cm vom Mikrofon entfernt. Gehe jetzt mal auf 10 cm und jetzt auf 20 und ich werde den jetzt zurück ins Ohr stecken. Jetzt werde ich den zweiten, also den linken herausnehmen, mache das gleiche wieder. Abstand 5 cm, schirme das mit der Hand ab und spreche da rein. Jetzt gehen wir mal auf 10 cm Abstand ungefähr. Und das sind jetzt ungefähr 20 cm. Auch den stecke ich jetzt wieder hier ins Ohr rein. So, jetzt habt ihr gehört, wie sich das hier anhört. Und aufgrund dieser Testaufnahme
könnt ihr euch jetzt euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität machen. Mein Fazit. Der Irfan Air Pro 2 hat mir sehr gut gefallen. Er sitzt bei mir in meiner Ohrknorpelform sehr gut und ich finde ihn für ein In-Ear-Modell auch bequem zu tragen. Auch der Klang hat mir sehr zugesagt und das Einsteiger-ANC ist je nachdem auch für den einen oder anderen von Nutzen. Wer einen Hear-Through bzw. Ambient-Modus braucht, der findet auch diesen hier vor. Die Mikrofonqualität war für diese Bauweise auch recht gut, siehe Mikrofontest. Der Kopfhörer hat eine lange Laufzeit, es gibt eine Ladeschale, er sieht schick aus und kostet um die 65 Euro. Für mich ein Modell, das auf die Empfehlungsliste in dieser Preisklasse passt. Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid und kannst selbst entscheiden. Das war ein weiterer Testbericht von mir für dich und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Wenn er dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da, einen Kommentar oder einen Like, denn das hilft dem Kanal und ich bedanke mich bei dir dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video.